Bevor ich keine mache, überhaupt irgendwas für die Kunden, ne? Ich muss machen, dass alle das ist. Guck, geht los. Komm mal her. So, ich muss machen Frühstück für die. Und ich muss machen Frühstück, kommst du hier die Brocken. Für die. Die erste, was wir machen, heute Morgen bei der Biblox TV, ist für die Kleine. Eine leckere hiervon, eine leckere davon, dann du musst machen wie die Mama. Hast du die Frage? Aber du kannst den Backe hinstellen, weil ist ja noch die Große da. Stellst du das hin, gibt dir Ärger. Hast du gerade gehört. Also du machst den Peach Patch, das Problem gelöst. So. Ich habe gekocht. Nein, der Murphy. Murphy? Der hier. So, und du gehst da ein, Freundchen. Du kannst ja anfangen. Nicht hinter die Kulisse, nächste, Tat. So. Machst denn du da? Ich arbeite schon. Ehrlich? Ja. Schon um 10 Uhr morgens? Naja, ich bin ja schon ein bisschen länger hier. Ach so, was hast denn du da? Guck, was da kommt. Was ist denn hier los? Hui. Murphy, Pepper. Das ist die Jake Russell Gang. Das ist die Big Blocks Gang. Big Blocks Gang. Hab ich schon. Hast du voll? Bist du ready? Ready, steady, go. Okay. Wir locken ihn aber erst weg. Ja. Hier, die Pepper so. Springt raus. Nimm ihn. Ja. Wir bedanken uns jetzt bei ihm. Ja. Pepper, geh mal runter von mir. Tut ihm mal in den Kopf wieder rein. Komm auf ins Köpfchen. Pepper, warte. Basti, wir mögen uns erstmal bei dir bedanken für den Scheiß jetzt. Ohne Scheiß, komm mal rum. Nein. Stimmung, weißt du? Sorry. Ey, das war so Hammer. Weißt du, erstmal, es gibt Big Block! Big Block! Welcome to Big Block! Das ist dein Wasser! Das war deine Show! Jetzt gibt's kein Geld mehr. So, dann fahren wir jetzt wieder. Du Assi, Alter! Jetzt pass auf, du hast ja voll drauf. Ja, klar. Also, Basti ist so richtig, richtig in der Promi- und Medienwelt zu Hause. Sag doch mal ganz kurz, wie war unser Termin jetzt bei RTL? Total beschissen, die wollen euch nicht. Ja. Nein, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Mir ist kalt! Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist. Doch, doch. Und man hat uns jetzt gesagt, man wird das, was wir vorhaben, das verraten wir natürlich noch nicht, wird man an die Sender anbieten. Und man wird es gegebenenfalls sogar bei Netflix anbieten. Also von daher ist das eine ganz gute Geschichte. Und wir warten. Wir warten, was bei der Reihe rumkommt. Also ich glaube, dass es ganz gut wird. Die wird nicht brennen. Die hat ein kleines Loch. Tja. Ja. Jungs. Hast du ein T-Shirt für mich? Warum nicht? Aber kein Glück, komm da essen. Nach. Ja. Wir gehen sie jetzt holen. Alter, bist du nicht ein Thema, aber los hier. Wir haben jetzt ja unsere Basecaps. Wo hast du denn überhaupt den ganzen Kram? Ja, das habe ich abgemacht, weil wir ihn nass gemacht haben. Zu viel Sonne auf dem Kopf. Also hier ist sie. Die unglaubliche Erst- oder First Edition. Einzigartige. Alcantara. Mit allem drum und dran. Ja. Mhm. Hier sind alle beide nebeneinander. Ja. Ja. So. Wenn du die runterhältst, sehen wir die nicht, René. Zieh sie mal auf, zieh sie mal auf. Fittet jeden Kopf. Selbst mit Ohren. Siehst du über deinen Kopf. Ja. Boah, jetzt kommen mir die Moves. Wie lange hast du geübt? Den ganzen Abend. Den Schlüsselbund, den habe ich heute bei der Petra aus dem Büro rausgeschmuggelt, extra nur für Bist Bastian. Bist du verrückt? Ehrlich, jetzt ohne Scheiß, ich habe mich wirklich in die in Hast die du dir die Absolution geholt? Nee, habe ich nicht. Bei meiner Mutter? Bei deiner Mama. Mhm. Also, nein, die Petra hat es mir ausgegeben. Deswegen musste ich wieder Schmiere stehen. Ja, komm, sie kommt. So. Also, hier ist das erste. Deswegen hat mich die Polizei angerufen. Einmal der rote. Danke. Hast du auch zwei schwarze? Pass mal auf, ey. Hammer. Hammer, oder? Geil. Ich finde den schwarzen besser. Ich auch. Aber er will den schwarzen haben. Ja. Hast du noch einen schwarzen? Ich bin nicht dabei.
Ja. 2-2. Ich krieg ohne Scheiß. Es ist wie beim Hochsicherheitstrakt bei uns. Petra, wenn du das siehst, ich meine das nur lieb. Aber die Petra passt da auf, wie nicht gescheit, ehrlich. Dann haben wir die beiden Caps. Danke. So. So. Und dann der unglaubliche, einzigartige Wunderbaum. Duftbaum. Duftbaum, entschuldige bitte. Mein Gott. Das Bigbaum. Das Duftbee. Ja, ja. Duftbee, genau. So. Lieferung. Erfolg. Hier, Bezahlung. Wir wissen das. Das kommt 70, eigentlich 80, 90. Zählt's nochmal, da wird's mehr. Gar nicht. Was? Petra, ich geb's nachher gleich ab, ich versprech's. So. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist dir kalt oder was? Alter, dir stehen ja die Nippel, da muss ich mal gerade. Ach so, weißt du, warum wir das eigentlich gemacht haben? Ja! Wir haben das, wir sehen dich die ganze Zeit nur aus dem Pool raus oder so. Ja. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen das Ganze ja ein bisschen anpassen. Ja, ja. Spontan erfrischt. Wir machen dich mal ein bisschen feucht. Jetzt stehen die plötzlich. Bist das, ist ne? Nie meine. Weil du bist ja auch ganz nass. Ja, nee. Ja, nee. Wir haben uns gegenübergestellt. Ach so. Happy Cup. So, Kamera aus. Tschüss. Eins der bei uns stärksten Projekte, die wir für die Autos anbieten, ist das Thema Keramikversiegelung. Wir werden heute euch vorstellen, was eine Keramikversiegelung ist, wie es funktioniert, mit wem wir zusammenarbeiten. Wichtig schon mal, die Keramikversiegelung wird bei uns in dieser Alu-Dose, ja, geliefert. Das reicht genau für ein Fahrzeug. Die Firma SST Oberflächentechnik produziert speziell für uns. Dieses Produkt hier ermöglicht uns von BigBlocks, euch auf das Fahrzeug 15 Jahre Garantie zu geben. Das wird komplett in Deutschland hergestellt. Und die Frage, die sich jetzt vielleicht stellt, ist, warum sage ich das? Erstens mal gibt es überhaupt kein Geheimnis, das nicht nennen zu dürfen. Die Firma arbeitet exklusiv mit uns zusammen. Liebe Grüße an den Alfred. Von der Wertigkeit ist dieses Produkt das Beste, was ich in den letzten 20 Jahren kennenlernen durfte. Man kann es nicht im Internet bestellen. Für, ich sage jetzt einfach mal, für diejenigen, die sagen, ach, bestelle ich mir jetzt mal eben, es ist nicht möglich. Es wird exklusiv für uns hergestellt. Das habe ich vom Inhaber selber, ja, natürlich schriftlich zugesagt bekommen. Und was aber das Besondere ist, wir haben hier ein Produkt, welches mit einer speziellen Form verarbeitet wird. Wir machen das hier jetzt mal an dieser 7 Jahre alten Viper vor. Das Fahrzeug wird als allererstes generell bei unseren Keramikversiegelungen natürlich per Hand gewaschen. Dann wird es stehen gelassen. Ihr kennt das alle, diese ganzen Fliegen, den ganzen Krempel, den ihr da vorne drauf habt, die ganzen Mücken, das wird alles nochmal geknetet, das Fahrzeug. Dann wird es wieder gewaschen, wieder stehen gelassen. Dann wird das ganze Auto komplett entfettet, poliert, entfettet und dann geht es erst los. Wir arbeiten Step für Step mit jedem einzelnen Teil, ich mache es euch jetzt mal vor, anhand dieser Fläche hier. Ja? Also, hier gibt es ein System, das ist unser professioneller Ständer, den wir dafür benutzen, für ein Fahrzeug. Das Auto kommt erst hier rein, wenn es schon hundertprozentig sauber ist, aus unserer Sicht 100%. Jetzt geht's los. Wir haben hier unseren Surface Cleaner, alles komplett mit System, sodass wir nicht durcheinander kommen. Diese Stelle wird jetzt damit erstmal eingesprüht, das ist der Entfetter. Dann haben wir hier ein Mikrofasertuch. Natürlich nehmen wir pro Auto immer, wenn wir sowas machen, neue Tücher.
dann arbeiten wir diese Stelle nochmal auf. Wie gesagt, poliert, entfettet wurde es vorher schon. Einfach nur für euch jetzt mal, dass ihr das seht, wie das funktioniert. Ich hatte gestern so ein tolles Gespräch von jemandem, der sagt, ich bin da sehr skeptisch. Sollt ihr alle sein? Ich meine, es geht hier um eure Schätzchen. So, jetzt kann man das hier sehen, wie das aussieht. Dieser Lappen ist der einzige, der für den Surface Cleaner jetzt benutzt wird. Hier rüber, dass ihr jetzt einfach mal seht, wie wir das machen. Jetzt kommt der nächste Step. Jetzt kommt der Lappen, das Tuch für die Coating, sprich für die Keramik. Flüchtiger Stoff. Einmal kurz, gleich wieder zu, abgestellt. Nach meinem System, wie ich das für mich habe, aufgetragen. Könnt ihr froh sein, dass es kein Geruchs-YouTube gibt? So. Kreuzstrichverfahren. Das war wirklich auch alles mitnehmen. Boah. Der Geruch ist schon so, dass ich sage, bin ich froh, dass hier beide Türen auf sind und hier effektiv Luft reinkommt. Boah. So. Okay, 15 Sekunden, 20 Sekunden mit Gewalt, an derselben Stelle arbeiten wir. Okay, und jetzt gilt es 4 Tage lang zu gucken, dass hier sich nichts absetzt. Danach ist diese Keramik für 15 Jahre absolut Protektion, Oberfläche gegen Hitze bis 900 Grad, also von der Fläche her. Wir haben Nageltest gemacht, Kleingeldtest gemacht, Schlüsseltest gemacht. Wie das bei uns funktioniert, ist ganz simpel, ihr habt 15 Jahre Garantie. Ihr kommt mit dem Fahrzeug zu uns, wir machen das Auto fertig, wir bauen dafür circa eine Arbeitswoche. Danach holt ihr das Auto ab, kriegt einen kleinen Pass von uns. Nach 5 Jahren könnt ihr zu uns kommen, das Auto wird kostenfrei für euch komplett aufbereitet. Die Keramik wird getestet an allen Stellen. Merken wir, dass nochmal nachgearbeitet werden muss, machen wir das neu. Wenn nicht, wieder 5 Jahre später zu uns kommen, das Ganze in den nächsten 15 Jahren 3-mal. So funktioniert die Keramik bei uns und jetzt geht's hier weiter. Peter, machst du den Autohandel jetzt seit knapp 40 Jahren, ne? Ja. Hast du schon mal irgendwann drüber nachgedacht, deine Automarke, dein Autohaus so hinzustellen, dass irgendwann mal sowas passiert, dass du von deinem eigenen Auto so Merchandising, so eine Brand rausbringst? Nein, wie? Bis jetzt so nicht. Wie nimmst du das jetzt so auf? Wie ist denn das so für dich, wenn du das siehst? Sag mal, als 40 Jahre erfahrener Autoverkäufer, wie findest du das jetzt, was da passiert? Ja, gemischt. Einerseits muss ich überlegen, was ist unser Kerngeschäft, das Auto verkaufen oder Merchandise-Artikel zu verkaufen. Aber vielleicht gehört das eine ja zum anderen dazu und lasst mich überraschen. Vielleicht schafft ihr es ja und macht eure Marke Big Blocks so einfach, dass man die 360-Grad-Drehung hinbekommt und hat das als eins. Man sieht das als ganzes Merchandise und Auto in einem gesamten Ball. Okay, also du, was denkst du, deine ehrliche Meinung? Hau mal raus. Bis jetzt haben wir noch nie damit was erreichen können, wenn wir von Jeep Artikel hatten. Vielleicht lag das immer daran, dass die Durchgängigkeit von Jeep noch nie so gegeben war. Die Nachhaltigkeit will das zeigen, einmal von euch, ob ihr da nachhaltig seid und zum anderen auch, ob die Kunden das so aufnehmen und auch haben wollen. Okay, wie würdest du jetzt die aktuelle Entwicklung von Big Blocks bis jetzt mal bezeichnen, so von als derjenige, der den ganzen Spaß ja auch finanziert hat? Also die Entwicklung von Big Block, also von Fahrzeug jetzt abgesehen von Klamotten, von Merchandise, ist das natürlich
sensationell. Man sieht, dass trotz Corona, was alle ja zurückgeworfen hat, die Nachfrage ungebremst ist und dass die Menschen einfach diese Fahrzeuge, diese, ob das jetzt Deutsch ist oder von Ford oder Camaro, das spielt keine Rolle, diese hochvolumigen Autos mögen und auch besitzen und haben möchten. Wer weiß, ob wir das in 10 Jahren noch machen können, wenn wir alle Elektro-Golfkarts vor uns herfahren sehen, leider. Oder wie auch immer. Das war ein Statement, danke dir. Gerne. Ich weiß nicht, was ich zu mir. Petra, jetzt bist du dran. Ich sag gar nichts. Da hast du schon mal, das war perfekt. Die Leute wollen das sehen. Komm, ihr seid die erfahrenen Leute. Benjamin und ich, wir sind die Youngster. Also los, hau raus. Was soll ich sagen? Wie findest denn du das? Ich meine, du begleitest den Peter jetzt ja auch seit über 35 Jahren, knapp 40 Jahren im Autohandel. Sowas hast du doch auch noch nicht erlebt, oder? Nee, ehrlich gesagt noch nicht, aber ich finde es klasse und vor allen Dingen die Sachen, ich finde die super schön. Also ich fahre keinen Dodge, aber nicht. Ich werde mir ein solches Bändchen natürlich an meinen Autoschlüssel machen. Sehr cool. Jetzt frage ich dich aber genau dasselbe wie den Peter. Wenn du jetzt an Jeep denkst oder an die Marken, die ihr bis jetzt alle schon vertreten hattet, wäre das denkbar gewesen, so etwas zu machen? Bei den bisherigen Sachen? Ich glaube nicht, nein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben es mal versucht, hatten auch Kappen von Jeep, aber die waren nicht so hochwertig wie das hier. Also ich finde das einfach schön. Ich denke, das wird Erfolg haben. Okay. Wie siehst du im Augenblick das ganz unten, die Entwicklung von Big Blocks vom Autohaus? Ja, da ich natürlich die Verwaltung von den ganzen Sachen mache, sei es Rechnungen schreiben oder mit den Akten und Zulassungen und so weiter. Also die Entwicklung ist gut, sehr gut. Okay. Wie schätzt du das ein, was hier passieren wird? Wenn wir jetzt die T-Shirts, die Hoodies, wenn noch eine Winterjacke rauskommt, wird das aus deiner Sicht eine eigene Marke, eine eigene Klamottenmarke oder meinst du, das kriegen wir nicht hin? Deine Meinung? Also ich denke schon, dass man das hinkriegt, dass es eine eigene Klamottenmarke wird. Weil die Kunden sich damit identifizieren können, die Sachen schön sind. Also ich denke schon, ja. Na dann. Wir sind beim Ende des Videos und wie ihr das Bild hinter uns und auch die Szenen vorher schon gesehen habt, heute mal was ganz Besonderes. Ihr habt, oder andersrum, wir haben das große Vergnügen, heute mal die Creme de la Creme von Dodge zu zeigen, die Viper. Es ist ja gar nicht so eine große Fanbase in Deutschland, ne? Nee. Es ist gar nicht so extrem, aber Selten. Es sind wunderschöne Fahrzeuge, Geschmackssache, aber ich stehe total drauf. Also ihr seht die rote GTS, dann haben wir hier diese wunderschöne SRT10, ja.
Ihr werdet es mitbekommen haben, es hat ein Erics Fahrwerk drin, Luftfahrwerk drin. Dazu kommen wir jetzt gleich. Und dann diese wunderschöne GTS in einem Speziallack, die so kaum bis gar nicht produziert wurde. Also hier ist was ganz Besonderes am Start. Diese Schönheiten stehen zusammen, weil wir euch mitteilen möchten, wir werden jetzt das Geheimnis lüften zum Thema Street Legal. Street Legal bedeutet für uns, wir haben es gepackt als Big Blocks mit unserem Partner Stunic Works, dieses jetzt so hinzubekommen, ihr habt die gelbe Viper gesehen, Luftfahrwerke einbauen zu können von Erics aus Amerika, aber diese auch eingetragen zu bekommen. Das heißt wieder das Thema Street Legal. Einbauen ist das eine Thema, damit rumfahren dürfen ist das andere. Wir werden jetzt das Projekt starten. Die gelbe haben wir schon gemeinsam mit Stunic gemacht. Also das ist fertig, das Projekt. Ihr kennt die rote Viper aus unserem Showroom, wenn ihr schon mal bei uns wart oder generell von Big Blocks. Diese wird jetzt auch mit dem Erics Fahrwerk versehen. Dann werden wir euch diesen Prozess der Eintragung ja auch zeigen, dass wir das dann auch fertig haben. Straßenlegal, Street Legal. Und dann wird es so sein, dass wir noch einen Dodge Challenger mit dem Fahrwerk machen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig welche. Vielleicht haben wir Glück und die Schwarze kommt dann auch noch. Mal schauen. Also, wir können uns ab sofort ansprechen zum Thema Fahrwerk, Luftfahrwerk, so wie ihr es jetzt gesehen habt. Ich denke, das ist mal eine Info. Straßenlegal, wie wir es immer machen, auch mit der Auspuffanlage, ja, von NAP zum Beispiel, dass wir die Klappensysteme eingetragen bekommen. Und jetzt haben wir hier das erste Vorbild. Jetzt wird die rote als nächstes gemacht. Dann kommt der Challenger, eventuell noch die schwarze Viper, das liegt ja dann beim Timo, was der sagt. Ich würde sagen, wir haben ein paar schöne Bilder geliefert, oder? Ja. Wird ein bisschen was kommen, ne? Kommt ein bisschen was. Bisschen. Übrigens, du hast eine geile Kappe an. Ja, du auch. Bisschen Schleichwerbung. Wie findest du denn mein T-Shirt? Oh, geil. Cool. Was hat denn das eigentlich hinten? Mensch, jetzt muss ich mal gucken, du hast ja auch so ein geil, Hammer. Hast und du dieses so einen Rot? Ja, gerade nicht einstecken. Ich auch nicht. Hast du so einen Duftbaum? Den habe ich aber woanders hängen. Ciao! Welcome to Forever, man. Let's go. Go! 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 It's forever! It's forever! It's forever! It's forever! Go! Spice off in my blood, bro, that's right off in my